Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Ja, hallo Welt. Hallo, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Hallo, lieber Thomas, wie geht's dir? Hi Eckart, mir geht's gut. Dir auch? Auf jeden Fall, die Sonne scheint mir in den Rücken. Nicht auf dem Bauch. Ja, und irgendwo sonst. Ja, wir haben mal wieder eine spannende Folge vor uns. Wir sind bei der Nummer 10 angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und haben heute im Interview den Mohammed Abu Musa aus Jordanien, den ich beim letzten Sprint erst ernsthaft kennengelernt habe, der aber sehr viel zu erzählen hat. Zum Beispiel über Zapier und Integromat, aber auch über seine Erfahrung mit HubSpot versus Mautic und generell, warum Mautic ein cooles Ding ist, insbesondere zum Beispiel für Startups. Ja, dazu also in Kürze etwas mehr. Bevor wir dahin kommen, gibt es ein paar Neuigkeiten aus der Mautic-Release-Welt. Ihr habt vielleicht mitbekommen, die 2.16.2 ist rausgekommen. Nochmal eine Verbesserung zur 2.16.1. Kleine Bugfixes, nichts Großes. Parallel Mautic 3 geht munter voran. Beta 2 wird es jetzt wohl geben. Es war eine Zeit lang nicht sicher, ob es überhaupt eine Beta 2 noch geben würde. Aber das scheint jetzt wohl auf dem Wege. Aber auch da nichts Handfestes zu vermelden. Und insgesamt muss man sagen, das Developer-Team, also das Product-Team, ist ziemlich aktiv. Die anderen Teams auch. Ist gerade eine ganz gute Phase. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich im Blog von Josu was gelesen. DB Hurley ist nicht mehr bei Acquia. Das fand ich ganz interessant. Ja, das ist jetzt keine ganz neue Neuigkeit. Das ist so am Rande einer Forumsdiskussion, ich glaube, weil DB seine Sicht auf die Roadmap ja vor einiger Zeit mal gepostet hat, da ist das dann am Rande mit rausgebröselt, dass er schon seit Januar nicht mehr bei Acquia ist. Mhm. Dieser Blogpost, den du meinst, der hat deswegen so Wellen geschlagen, weil Josu natürlich fragt, was ist denn überhaupt? Ist er jetzt weg? Macht er was Eigenes? Und trägt den plakativen Titel DB has left the building. Mhm. Und mit einer schönen Elvis-Darstellung. Ja, stimmt. Ja, wir kennen alle Josu, er ist natürlich gerne mal provokant und bringt Dinge aus seiner Sicht auf den Punkt und übertreibt es halt auch manchmal. Mhm. Aber der Kern ist natürlich, es gibt da gerade so eine Funkstille und so ein Vakuum und es ist nicht klar, warum jetzt schon wieder, was ist los? Und von daher ganz gut, dass jemand da mal den Elefanten im Raum adressiert hat. Mhm. Ich hoffe, dass wir jetzt in allerkürzester Kürze auch eine Klarstellung dazu bekommen, in offizieller Art und Weise. Aber ich habe gestern mit DB sehr lange kommuniziert zu dem ganzen Thema. Er hat mir nochmal erzählt, wie die Lage ist. Und der Kern ist eigentlich, dadurch, dass er nicht mehr bei Acquia ist, ist halt diese ganze Definition mit der Project Lead ist eine Acquia-Person, funktioniert erstmal so nicht und wir brauchen eine neue Definition dafür. Tatsache ist, er ist weiterhin Project Lead. Dries als Chef von Acquia will das auch weiter, ist auch weiterhin gut befreundet. Mhm. Aber es gibt halt gerade keine Definition über die Kompetenz zum Beispiel, was bedeutet Project Lead und wer entscheidet jetzt wirklich, was gemacht wird im Development und so. Und da ist es DB, der jetzt ein sehr, sehr gründlicher Mensch ist, hat so eine gewisse deutsche Mentalität, lustigerweise, diese Sorgfaltsstreben. Ja. Dem ist halt wichtig, dass das geklärt ist. Also er ist halt weiterhin da, er antwortet auch auf Fragen etc., er ist halt bloß gerade nicht proaktiv. Ja. Und weil das jetzt gestern mir erst so deutlich geworden ist, haben wir gestern auch tatsächlich schon mehrere Steine ins Rollen gebracht, um jetzt vermutlich nicht mehr diese, aber nächste Woche mit dem Mautic Council oder wie auch immer, jedenfalls im Dialog mit Acquia und Dries, also Dries ist Dries Budjard, Erfinder, Gründer, CTO von Acquia in Rupal. Ja. Mit denen das Gespräch so weit zu bringen, dass wir dann auch eine Definition haben und DB zurückfinden kann zu einer proaktiven Rolle. Ja. So, also Funkstelle ist kein gutes Ding. Ich finde auch die Kommunikation um das ganze Thema wirklich nicht gelungen, aber was hilft das Jammern? Wir sollten es bereinigen und von daher war dieser böse Blogpost dann doch eine gute Sache. Mhm.
Gut. Ja, was haben wir noch so? Wir haben ein bisschen vielleicht fachliches Thema zu Mautic wieder auf dem Programm. Wir haben letztes Mal ja sehr nerdig gesprochen über diese Berechnung von Werten aus Formularen heraus. Heute machen wir es vielleicht nicht ganz so nerdlastig. Also ein Praxisthema für Leute, die wirklich ein Mautic betreiben. Die beobachten mich sehr schnell. Ups, Mensch, die Datenbank wird da relativ schnell relativ groß. Je nachdem, wie sichtbar die eigene Seite ist, hat man da halt ruckzuck mal eine Million Kontakte drauf. Und das ist zum einen unangenehm, was die Datenmenge angeht, wirft natürlich auch mal Fragen auf, was so DSGVO angeht. Die Frage kam neulich gerade mal wieder im Forum, kann ich auch gerne verlinken. Wie kann ich das denn klein halten? Und die Antwort war da, ja, es gibt ja Bordmittel. Und in der Tat, es gibt Bordmittel, zum Beispiel dieses Konsolenkommando Mautic Maintenance Cleanup. Und da kann man sagen, ja, alles, was älter ist als ein Jahr, kannst du mal wegschmeißen. Oder auch alle unused IPs wegschmeißen, auch ein wichtiges Ding. Also es gibt einfach Dinge, die kann man per Cronjob immer mal wieder ausführen lassen und dadurch seine Instanz ein bisschen schlanker halten. Ja. Und dann gibt es andere Ansätze. Was wir ganz gerne machen, ist intelligenter zu gucken, was schmeißen wir da weg? Alle, die jetzt lang nicht mehr da waren oder ganz, ganz typisch, alle, die eh nur einen Klick gemacht haben, diese ganzen Bots und sonstiger Dreck, können relativ zügig weg. Die brauche ich nicht länger als 24 Stunden aufzuheben. Ja, das stimmt. Und auch dafür gibt es Bordmittel. Man kann nämlich in Mautic ganz smarte Sachen bauen, indem man einfach eine Kampagne nimmt. Ich kann also einfach eine Kampagne bauen, die guckt auf bestimmte Sachen, wirft es aufgrund dessen zum Beispiel in Segmente oder wie auch immer oder geht direkt in eine Aktion, Campaign Action, namens Delete Contact und schwupps, schon ist er weg und ich habe nicht mehr so viel Müll in der Datenbank. Okay, ja. Ja. Es gibt ein paar darüber hinausgehende Ideen noch, bis hin zu ich will Daten aufheben zu statistischen Zwecken und lagere deswegen aus in eine Schattendatenbank oder sowas alles. Das geht jetzt vielleicht ein Stück zu weit. Insgesamt würde ich sagen, auch für das Thema ein netter Knowledge Base Artikel, den verlinken wir auch wieder in der Show Notes. Ja. Und schaut euch das an. Ja, cool. Ja, dann haben wir vorhin schon das Thema Sprint ganz kurz erwähnt und im letzten Podcast ja auch ein bisschen mehr darüber gesprochen. Das war kurz vor dem Sprint. Mhm. Der hat dann stattgefunden, wie berichtet von diesem physikalischen Event oder persönlichen Treffen in Belgien, mussten wir notgedrungen abkommen und das Ganze in die virtuelle Welt verlegen. Und wie hat es so funktioniert? Wahnsinnig gut. Wir haben ja ziemlich spät dann angefangen, das Ganze auch nochmal zu bewerben und haben in 0, nichts über 50 Anmeldungen gehabt. Am Ende waren es über 60 und auch mit einer Anwesenheitsrate von über der Hälfte von den Leuten, die dann sich angemeldet hatten, haben auch teilgenommen. Cool. Das war schon mal eine mega Überraschung. Noch dazu kamen die wirklich aus aller Herren Länder. Wir hatten Anmeldungen von Afrika bis Japan, Indien bis Peru und natürlich Nordamerika und Europa etc. Mhm. Ja, viel mehr ist ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob Australien dabei waren. Aber ich meine, das ist natürlich auch der Riesenvorteil von solchen virtuellen Veranstaltungen. Ne? Die Barrieren dran teilzunehmen sind halt einfach echt deutlich, deutlich geringer. Ja, also mega gut. Wie gesagt, das sind alles Leute, die wir zum Großteil nie dabei gehabt hätten. Also kein Mensch wäre von Japan oder Peru nach Gent geflogen, so schön es da auch ist. Mhm. Die Bedenken, die wir alle hatten, so wie gut funktioniert das virtuell, das war natürlich das nächste große Fragezeichen. Ja. Aber erstmal überhaupt diese Leute zu aktivieren und kennenzulernen auch, war schon mal echt extrem gut. Mhm. Ja, und dann die Frage, wie gut funktioniert das? Wie organisiert man das überhaupt alles von der Anmeldung und Erinnerung bis hin zur Durchführung im Großen und im Kleinen, ja, und bis hin zur Nachbereitung. Ganz, ganz viel Neuland und es war für uns als Organisatoren genauso viel für die Teilnehmer komplett Neuland. Ich glaube, es war keiner dabei, der gesagt hat, ich habe sowas schon mal mitgemacht in dieser Art. Mhm. Wir haben deswegen halt auch bewusst Feedback eingeholt und
nicht nur sehr nettes, sondern auch extrem positives Feedback und Ratings bekommen. Es schwankte wirklich zwischen so gut und sehr gut oder in Schulnoten so zwischen 1, also ganz viele Einsen, ganz viele Zweien dabei. Super. Ganz wenige, die eine 3 gegeben haben. Mhm. Also das ist schon mal schön. Alle haben natürlich auch anerkannt, okay, da, bei Neuland sind auch immer Dinge, die nicht so gut funktionieren. Wir haben zum Beispiel versucht, so das Menschliche irgendwie auch zu fördern, indem wir alle paar Stunden mal so eine Kaffeepause virtuell eingezogen haben. Und die liefen halt mal so, weil die Leute auch nicht wussten, okay, muss ich dabei sein, darf ich dabei sein, soll ich dabei sein, was darf ich da sagen, wozu ist das gut und so. Und das hat sich im Laufe des Events dann halt auch ein bisschen verbessert. Wie oft macht man sowas überhaupt, ist eine andere Frage. Aber das ist auch nur ein Beispiel. Aber insgesamt, die inhaltliche Arbeit hat super geklappt. Die Tatsache, dass wir da viele Leute dabei hatten, die wir sonst nicht gehabt hatten, war so schön. Und davon sind halt auch diverse jetzt dabei geblieben, sind in den Teams drin. Schön. Das ist natürlich nochmal super, super gut. Das heißt also insgesamt die Experience und die Zufriedenheit mega hoch. Ja. Ich freue mich sehr. Und dein Interviewpartner, den hast du da kennengelernt? Ja, genau, Mohammed. Ich bin einmal über ihn gestolpert vorher wegen der Integration. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen jetzt, aber meistens ist so eine Online-Berührung doch immer sehr punktuell und in so einem Sprint, da ist dann tatsächlich auch nur Zeit, intensiver zu sprechen, über ein Thema. Mhm. Und also ganz viel auch in so Live-Calls. Aber dann halt auch weiterzugehen und mal hinter dieses eine Thema zu blicken oder jenseits des einen Themas mal sich auszutauschen und zu gucken, mit wem hat man es eigentlich so zu tun auf der anderen Seite. Das kommt halt oft kurz, wenn man nur im Slack mal irgendwie Wortfetzen austauscht. Mhm. Ja. Ja, das war ganz cool. Ja, super. Ich bin ja ganz gespannt. Wir haben ja morgen den Agency Day, wo wir dran teilnehmen. Der ist ja auch dann virtuell. Ähnliches Format vielleicht, wie das so läuft. Da bin ich echt mega gespannt drauf. Ja, genau. Wir zeichnen jetzt gerade am 23. April auf und haben in Deutschland einen Agenturaustausch, einen Agency Day. Die ganze Erfahrung, die wird natürlich in diesen Monaten jetzt auch wachsen. Es werden mehr solche Dinge passieren, aber ich glaube, wir waren schon relativ weit vorne gerade. Ja. Ja, nichtsdestoweniger bleibt die Frage, was ist denn die Zukunft solcher Events? Also A, wie oft machen wir sowas virtuell und gibt es kombinierte oder gibt es auch reine In-Person-Events in Zukunft? Mhm. Und alle, die In-Person-Events gemacht haben, sagen natürlich, okay, da fehlt dann auch irgendwie was. Und auf der anderen Seite sind gemischtes Event, glaube ich, nach wie vor ist halt auch schwierig, wo der Remote-Teilnehmer wirklich nur ein Teilnehmer zweiter Klasse ist. Mhm. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wir so eine Dualität machen, dass wir In-Person-Events in verschiedenen Teilen der Welt mal machen, aber halt auch definitiv diese rein virtuellen Dinger weitermachen werden. Ja. Gut, aber das ist ein bisschen Vorgriff. Erstmal ist es ja als Rückblick gemeint und der war super positiv. Cool. Und am Rande des Sprints ist noch was passiert, ne? Ja. Also von uns haben wir mehrere Leute teilgenommen, so auch der Leon, den ihr vielleicht aus dem englischen Podcast schon mal gehört habt. Mhm. Und Leon ist seit jeher vor allem aktiv im Education-Team und hat auf einmal den Hut aufbekommen oder hat sich bereit erklärt, sich den Hut aufsetzen zu lassen für das Education-Team als Teamlead. Super. Also ein Wechsel im Teamlead, der Kevin aus Los Angeles, der das bisher kommissarisch gemacht hat. Der ist sehr froh, dass er mit Leon einen Nachfolger gefunden hat, dem er den Staffelstab weitergeben kann. Cool. Leon ist sehr enthusiastisch, hat da echt Bock drauf und Ruth arbeitet ganz eng mit ihm gerade zusammen, um ihn da voll an Bord zu kriegen. Super. Und wir drücken ihm von hier aus die Daumen, dass das genauso klappt, wie er sich das vorgenommen. Und ich weiß, er hat sich viel vorgenommen. Genau. Go Leon.
Ja, und by the way, wenn irgendjemand Lust hat, auch im Education-Team zu unterstützen, im Doing, in der Planung, in der Verantwortung oder so, wie in allen anderen Teams auch, freut sich auch Leon über jegliche Unterstützung. Klar. Genau. Go Leon, ich bin dabei. Gut, jetzt haben wir eben schon ein zweites Mal über Mohammed gesprochen. Ich würde sagen, wir springen mal direkt rein ins Interview. Hier ist es. Welcome, Mohammed. My guest today is Mohammed Abu Musa. We've been working in the Mautic community recently, and I thought it's a good idea to invite you for an interview today. Welcome. Thank you. Thank you, Ed. How are you doing? All well, all well. How about yourself? Oh, I'm pretty good. Very good. Thank you. Thank you so much. There's so many things to talk about. When we first met online, I was surprised about your broad background. Maybe we start with your background, really. I know you have a degree in computer engineering, and the one thing I noticed specifically that you actually went to Germany in the past. Tell us about that. That's correct. So my background is a little bit mixed up between computer engineering, doing startups, and moving around the world. So during my college days, I got an internship with Daimler Financial Services, which is the financial part of Mercedes-Benz Daimler, where I worked in Berlin for a couple of months there. And then I worked with several German companies in different fields. I also started several startups, some of them involved in software development, some of them involved in e-learning, others in user experience testing. And for a large span of my career, I worked with a lead generation agency based in Dubai, where we did marketing automation, lead generation automation, sales funnel building, and managing a huge number of clients and a huge number of leads. During that period, I had to understand how digital marketing works, how sales funnels are built, how marketing funnels are built. And I had to go through certifications with HubSpot, Salesforce, Bardot to understand what that process about and what value does it bring to the customers. Yeah, I like that a lot, to have people who have a lot of experience with other systems, know them inside out, and maybe even help us learn from them, but also understand the strength that we already have today. So you have a background in software development on one hand and digital marketing, inbound marketing on the other hand, which is cool. I also noticed that we're talking about like 10 years or so of your career, right? Sure. I noticed that you did some things that were more focused in businesses, some even on social aspects. So you really have a variety of things. Yeah. And, the one thing that got you closer to Mautic was a previous thing where you partnered with IntegraMart, and that was really the first integration that you did with Mautic was IntegraMart, if I'm not mistaken. That's correct. So there's a plugin for Zapier, and I use IntegraMAT a lot. Like when I compare Zapier to IntegraMAT, IntegraMAT sometimes has some advantages that I would love to bring to my customers. And I thought, like, this is an opportunity, and a lot of customers want to use Mautic and connect it with other systems. So I built the first integration with Mautic and IntegraMAT, where you can have the standard events of Mautic, like creating leads and updating leads, and push them into IntegraMAT so you can push them into another system. And that was hang on. Let's back up a little bit for those who don't even know Zapier. The integration to other systems, can you give us an example or two of what the purpose of that is? And then talk about the platforms who do that, like Zapier or IntegraMAT. Definitely. So one common business case is when we have clients who run campaigns on Facebook or LinkedIn. So when you run digital marketing campaigns there, you have an option to do one specific type, which is called lead campaign, where you have a form inside Facebook or LinkedIn, and people fill in that form, and the information filled needs to be funneled into your CRM or marketing automation system.
And in order to do that, you need to do some programming against that platform. So you have to program against Facebook Leads system. And that would involve a lot of technology and understanding programming. So what connectors like Zapier and Integromat would do, they would connect with Facebook. They would take the burden out of you. They would connect to Facebook. They would collect the leads that you are collecting from Facebook and basically give you the information so you can load them into any system that you like. So that where the idea originated and came from, because the repeated need for connecting Facebook leads and LinkedIn leads into Motic. So as we said, we have to integrate using either Zapier or Integromat, and this is where these systems come into action. So the need was like, we need to use Integromat because it provides a cheaper alternative, because Zapier changed their business model and now they are charging a lot, in my view. So we thought Integromat is a good solution for low volume clients, like those who have like 10 leads a day or 5 leads a day. We don't need to buy premium Zapier account. We can just use Integromat, which offers a free alternative, and you can connect with it to any system. So the standard process would be a lead would enter from Facebook, like they would fill a form on Facebook. The information would be added to Motic, and from within Motic, we do a campaign in which we notify the lead owner that there's a new lead, or we send a welcome email or an offer, depending on what the campaign is. Okay, so Integromat is really same idea that Zapier is. Certainly some details are different, the price model is different, but there's a ton of integrations, not only social media, but also, say, CRMs or event platforms and financial platforms, etc., that you can all integrate into each other. And you built the integration into Motic. That's so you can now connect everything into Motic and vice versa. Exactly. How did that go, the integration with Motic? Was it straightforward? Was it tricky? Was there a lot of missing APIs with Motic? What's your experience? I think it was relatively easy because the APIs endpoints are all there. There is also an advantage that we have an existing plugin developed. So Zapier plugin is out there. It's open source. You can read the code. So like if you have an intermediate level of programming background, you can do it within a day or two. So it was relatively easy. The API was there. The only challenge that was there from a programming point of view is there are a little bit of difference of what the documentation has to say on what the actual system would provide, because like, for example, you have in the API output, you would have two variables, one that says a lead output and a contact output, and that comes from the difference in versions. And that was not mentioned in the documentation. But overall, like if you have a basic understanding of programming and you have a good logic of understanding APIs, you can implement it easily. Cool. Very good. And how would I install this in Motic? Is it a Motic plugin or is it an Integromat plugin or? Motic side, you don't have to do anything. Yeah. It's just you go to Integromat. You connect it to Motic. Of course, in Motic, you have to do a little bit of configuration. You need to create an OAuth2 application so you can connect to it, and you have to enable API access. Okay. So the module is, I mean, you are a partner with Integromat. They now have the Motic plugin installed for everybody. Basically, I don't need to install anything. You don't have to install anything. Just have an Integromat account and you can connect to your Motic account and that's it. Okay, very cool. Is there any enhancements that we could do on the Motic side to make the integration even more powerful? I think we can do more events, more triggers, like when points changes, we can trigger an event. When a state changes, we can trigger an event. We can do scheduling of reports and sending, like, we can send the CSV to Integromat, which is not available at the moment. Like an example, a report is generated as CSV every single day, and that
would trigger our POC and send the CSV file to Integromat, which is parsed and sent to different stakeholders in the marketing campaign. Yeah, makes sense. Yeah, very cool. Let's step back a little bit further and talk about what you are doing today in general. What's your business today? What are you doing with Mautic today? I'm doing a lot with Mautic these days. So we are building a cluster, a Kubernetes cluster, to host the Mautic operations. So we are preparing a hosting service for Mautic 3 that will be based on a Kubernetes cluster. For those who don't know what Kubernetes is, it's basically a system to run all the servers, orchestrate them, make sure that the servers are running all the time. It automates all the operations that we do, like backups, like security maintenance, like upgrading the system, email, funneling and sending. All of these operations will be encapsulated in one place. So you don't have to worry about hosting or running the system. You just focus on running Mautic itself and making sure that your campaigns are converting. And we will take care of the tech side. The product is called Steer Campaign. It's still in development, but we have some beta clients who are testing the system. Okay, that's a steer campaign as in steering wheel? Yes, a steering wheel. So okay. Steer Campaign. Okay. Steer Campaign. Yeah, I put the URL in the show notes. Okay. Thank you. Yeah. Mm-hmm. So the idea came from the large number of clients that we worked with, and we found it was a hassle and sometimes a commitment from our side and the client side to do that kind of maintenance, upgrades, security checks, making sure that everything works. So we thought we can consolidate all these operations into a single space, and the clients can focus on building their campaigns while we focus on making things run, contributing back to the community, understanding the bugs, and sometimes fix them. Yeah, very good. So you do have existing clients, large and small, that are running traditional hosted environments, and you're now building a SaaS environment from that experience. Yes, exactly. We have a lot of clients who are using self-hosted systems, and they are hosted like on different environments, some of them on DigitalOcean, some of them on AWS, Google Cloud. So it varies. It's hosted on every single different cloud hosting system, and that made a little bit of a hassle for us and them to make sure that these servers are running well and without problems. Yeah, tell me about it. Yeah. Okay. You do have a lot of startups within your clients too, and I understand that you're considering that a special focus. Why do you think it's that Mautic is so valuable to startups? What are the benefits specifically for them? So for startups, I think if we look back at the landscape, like the competitive landscape, where Mautic stand against the competitors. So if you took a small look at the landscape, you would see we have HubSpot and ActiveCampaign leading the dashboard. You have also MailChimp and Klaviyo, Bardot. They are all competing against Mautic. And most of these companies are offering amazing products, but with a high cost. Sometimes these costs can come up to 300,000 or 400,000. So that's around $500,000. And that's a big number for your company, whether it's small or large, if you are an agency or a multi-million contact company. So Mautic provides a good option for startups because it's relatively small. You have relatively small running costs. And it helps you understand your funnels, and it's very easy to implement once you like learn it a little bit. Okay, I sit down with a lot of my clients, my startup clients, and they always come with, we need to use HubSpot. So I always ask them why it's a need, what's the idea, and then we start talking about how do they design their marketing and sales funnels. So I made up like a conclusion of what are the reasons that drive startups and sometimes agencies and big companies to use HubSpot. So you would find like many startups starts without understanding their needs. So they go to HubSpot because it offers a wide range of features, and they offer
I would call it a trap, like a very generous discount for the first year. You would have to pay like $25 a month for the first year. But after the first year is done, you are paying something around $3,000 or $2,000. And they start charging you per seat. So instead of like, if you are a super startup, okay, you can pay for it. But if you are a regular startup or a regular agency, these prices are not really good for scale. So the first thing, the first problem that many companies, I wouldn't say just startups, are suffering from is that they do not understand their needs. The first thing is that startups and many companies look into technical features before they design their funnels. Like they do, like some questions would come. Do they do IP reverse lookup? Like if a lead came in and we only know the IP, we would know which company they came from. And the regular question would be, what that would benefit you? Why is this feature important for you? Do you have a funnel in place? Do you know what to do with your leads? Do you know which lead is a good lead? Which lead is a bad lead? Which lead is ready to buy? Which one is not? And when we start asking these questions, we identify that many features that most of the big systems are offering is not really relevant. Okay, especially in the earliest stages of startups. Yeah. I also realized that many companies do not realize the difference between marketing automation and a CRM. They don't know the difference between marketing activities and marketing automation and a CRM operation. This is why they sometimes buy product that combines both, and they end up using 10% of all the features provided, although they only needed a marketing automation system or only needed a CRM system, especially for low volume companies, like they don't have a lot of leads. Okay. One thing that a lot of agencies ask about is whether Modic has a white labeling feature or not. Can they do a centralized management of their instances or not? How can they do that? And that is something that comes a lot, like very often. And luckily, there's a plugin to do that. And you can install it on Motic, and you can change the logos, the colors of Motic while maintaining the licensing model of Motic and not violating that. Mm-hmm. Also for pricing, and this is the thing that many companies often neglect, you would buy, for example, one user a license, but if you need two or three users, you will end up paying a lot. Or if you have a small number of leads, say 1,000 leads or 2,000 leads, but when you scale that up, you end up buying a huge number of money for that type of pricing. So these are the nodes that you should consider when you are evaluating Motic against other competitors, or when you're evaluating to select which CRM or marketing automation system that you need to buy. Yeah, I would like to have an opinion from your side, though, on the topic of CRM, because in my experience, too, CRM is frequently mixed up, and we do run across many customers who do not have a proper CRM in place and hope that that Mautic would be that. And, of course, on the other hand, you have HubSpot, which is also a CRM if you choose so. And I understand that you say for many CRM is not a priority, but at a certain point, I do believe people do need a CRM. Do you have any favorite solution that you combine HubSpot, Mautic with? I know a lot of agencies who even use HubSpot as a CRM and Mautic as a really budget solution for the marketing automation to avoid all this hassle with HubSpot and the cost. Okay. A small comment here. I think HubSpot did a brilliant job in branding their products into a single product. So the CRM is a different product than the marketing automation one, but they try to sell you both products as one, and you end up paying a lot for that type of functionality. The cost center, like the number of money that you pay a lot for, is the marketing automation part. So if you take only the sales part, you are paying way less in HubSpot. So HubSpot can act as a CRM, although I don't prefer it. One thing, if you are an agency or
if you are adopting Motic, the first thing that you need to separate is what is sales and what is marketing. Motic is only a marketing automation system, and it shouldn't act as a CRM, because a CRM would involve areas of following up with customers who are ready to buy, customers who you should probably get in touch personally with. You need to do some type of presentations at some point. You need to do some kind of events, like contract, NDAs, in connecting with invoicing and connecting with financial systems. And Motic does not offer that type of functionality. Even if you try to make customization to it, it's not there. Yeah. My suggestion is to use a Pipedrive. I use Pipedrive a lot with a lot of customers. The costs are relatively good, especially if you have a small team of sales reps, like around 5 or 4. Mm-hmm. It's well connected with Motic, so you can make your leads hot in Motic. You can understand their needs. You can know in which stage they are, and then you can push the leads out from Motic into Pipedrive, where they become hot leads ready for your salespeople to step in and sell them the products and close the deals with them. And we have implemented this type of philosophy with a big number of clients, ranging from small clients who have thousands of leads and clients who have several thousands of leads, including one big pharmaceutical company in the US who used to pay a lot for Bardot. And we stopped using Bardot and we moved the marketing automation part into Motic, and the sales part kept with Salesforce because they have already Salesforce. So we connected this to that, and they reduced the amount of investment they have to do with Salesforce around $200,000. Yeah, I agree that whatever you use as a CRM, a proper integration is absolutely key, both the regular sync and the event-driven push to integration event. Sure. There are a lot of existing integrations from Pipedrive to Salesforce or even HubSpot CRM or others like SAP or you name it, VTiger. So if you are currently using using a CRM and there's no good integration for it, just a little hint, it is not a big deal. Any Mordic developer can create a good integration based on the given framework and do all the magic that Mohammed just described. It's super important. Yeah. Okay. When we did the Mordic sprint earlier this month, that was the first all virtual sprint ever, not only in the Mordic world, but also for all of us, it was the first event of that type. If you had just one sentence, what's your overall reflection on that event? It was great. I liked it. Okay. That's enough. I don't want to hear more. Okay. To elaborate a little bit on this, It gave us the chance to connect with the core developers, to connect with the community, to make the connections, like this type of connection. Because of the sprint, now we're talking and now we're spreading the experience. And that would be really, really hard to do over emails or over forums. So when you collect people, when you connect people in the same place, same time, same ideas, you will build amazing stuff. Mm. Okay. I've failed to mention that you are located in Jordan, in the Middle East. You have been in San Francisco, in the Bay Area for a while, but you're now in the Middle East. And given that, the original plan was to have this sprint as an in-person event in Belgium with a little bit of virtual part, but basically an in-person event. Now that we had this all virtual thing, and that you already know some people, what would it take for you to consider attending another in-person event when one day we are ready to do that again? Would you do that in the first place? And is there like a maximum distance for that, or what is criteria?
Because I'm not from the EU and I don't hold an American passport, visas are always the problem for us. And I think a lot of countries would share that with me. Like getting a visa, you need to apply 3 weeks in advance, get an invitation letter, have your papers done. And that's a hectic process. So I think virtual meetings are good because they put you... I don't know what is it about, like virtual meetings, you are in a state of mind where people just talk business and they don't do anything social, so you get things done, or at the opposite, you don't get anything done. So in the sprints, our case was like we got a lot of things done. In person, it gives you like the human element of it, but due to legal now, COVID-19 issues like that, I think in person would be hard to attend because of regulation stuff and because like transportation and getting accommodated, and you need to take some time off your work and you have to align your calendar. So I think virtual meetings are way better in my opinion. Okay. The other thing, I don't know, we really want to talk about it already, but the one thing that we noticed in the course of the sprint, even more than we did before, is the importance of local communities. We had so many people from around the world, from Asia and South America and Africa and everywhere. And you really can't expect people to, A, travel long distance, but also B, be familiar with English or feel comfortable with English. So for you in the Middle East, it's not a problem, but for, let's say, the Japanese, it is a barrier for some. So one topic of the sprint was to create a solution to empower the local communities to get together and to be part of the Mordic family. But that's for later. One thing I remember from you contributing to the marketing team was the push for more case studies, and I think you offered to create one yourself. Can you talk about that already? Can you give us a sneak peek maybe? Definitely. So the case study is ready now. It's in review. And probably we'll publish it next week after we run it with the marketing team and make sure it matches the standards. So this case study is a client of ours based in San Francisco. And amazingly, this company is a chemical company. They are a chemical marketplace and they sell chemical products for their clients. And they looked for a solution that scales with them. So they started, we talked in the beginning that they need a marketing automation system that would help them send emails without them paying a lot of money. And we scaled from one Motic installation to now around 50 Motic installations, managing leads around 400,000 emails. And these guys were amazed by the capabilities that Motic provide. They like the way it manages the campaigns, the way it follows up, the way it makes some reports. And this type of case studies would allow other companies in other industries like real estate, like financials, even startups can understand the value that Motic brings to them. And in this specific case study, we highlighted the usage of Motic within the processes, how it lowered the cost of ownership, and how it helped us increase the marketing activities for our clients without them being involved. Mm-hmm. And like buying systems or sharing accesses or doing any technical stuff as a client. Cool. Yeah, I can't wait to see it and read it online. Thank you so much for sharing that. Definitely. Before I let you go, there's a general question I'd like to ask you. When you talk to others who get started with Valuable, what information did you for yourself find most valuable? What are you recommending others today, be it users or be it agencies? What are the resources? Okay, for the resources, the documentation is really good. I liked it. The videos, there are several videos on YouTube that help you understand the concepts.
The documentation are self-explanatory. You don't have to be like a supervisor or a developer to understand them. So you can start with the documentation. You can watch the videos and see how it works. There are several blog articles that discusses how to use it. And I think this information are valuable for you if you're getting started. And I also encourage a lot of people to install Motic on their machines using, for example, Vagrant or VirtualBox, so you can test it locally, you can see how it works. There are small hacks that you can do. For example, you can use a system called mailtrap.io. Oh, yeah, important. Yeah, and you just send emails out, and these emails will go to Mailtrap, and you can see how your stuff works. You can see how the campaigns work, how the scheduling work, why Motic is important. And when you go through the documentation, you would see that you are making a lot of progress. And when you start playing with the campaign builder, and that is the most important part, when you start playing with the campaign builder, you will discover how good Motic is in managing and getting your email campaigns or marketing campaigns done correctly. Okay, cool. Thank you very much. Very last question, where can find people you online? You can find me on the Slack channel, Motic Slack channel. I'm there. You can find me on LinkedIn, and you can find me on GitHub. All you have to search for is Muhammad Abu Musa. Okay, I'll put it in the show notes too. Okay, thank you so much for your time. Fascinating stuff, and I look forward to working a lot with you in the future. Thank you. Bye-bye. Stay safe. Bye-bye. Ja, inhaltlich total toll, aber auch wirklich interessant. Das wäre ja für ihn gar nicht so einfach möglich gewesen, an einer Präsenzveranstaltung teilzunehmen. Er kommt aus Jordanien, da kann man nicht einfach so mal irgendwie irgendwo hinfahren, ne? Ja, wie er das eben gesagt hat, dieses mehrere Wochen für ein Visum, hätten wir ehrlich gesagt alle so nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist eigentlich schon total peinlich, das nicht auf dem Schirm zu haben, aber sehr, sehr hilfreich, da mal mit der Nase drauf gestoßen zu werden und in dem Fall auch mit einem positiven Outcome. Und für das, was wir vorhin gesagt haben, mit mal virtuell und mal In-Person-Events machen, muss man halt echt darauf achten, dass man da keine Region der Welt irgendwie ausklammert, benachteiligt oder ja, sagen wir mal benachteiligt. Und auch schon angedeutet war ja dieses Thema, wie wollen wir lokale Communities stärken? Dazu wird es vielleicht schon im nächsten Podcast dann auch tatsächlich ein gesamtes Konzept geben, aber ja, so viel als Teaser. Gut, und was vielleicht auch noch ganz gut in den gleichen Kontext passt, ist jetzt im Bereich Events das Thema Mauticon. Andere große Live-Events haben wir natürlich gerade nicht so wirklich anstehen, wird jeder verstehen, aber Mauticon ist weiterhin das Thema. Auch da haben wir den Beschluss ja längst, dass es kein Live-Event ist, sondern auch ein virtuelles Event. Und das Thema Mauticon war auch auf dem Sprint im Community-Team ein großes Thema. Wir haben da ein paar gute Meter gemacht. Wir haben auch eine Working Group, die jetzt permanent sich mit der Vorbereitung der Mauticon beschäftigt. Und eine erste Entscheidung war zum Datum, nämlich, dass wir kein Datum entscheiden wollen, sondern zwei Vorschläge in die Community geben wollen und eine kleine Abstimmung haben wollen, welches Datum passt für euch denn alle am besten. Und zwar sind die Vorschläge der 3. November und der 17. November diesen Jahres. Okay. Beides sind Dienstage. Also wenn du, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, Interesse hast, da möglicherweise teilzunehmen, dann geh bitte auf den Link in den Shownotes und klicke kurz deine Meinung, ob der 3. oder der 17. oder beide oder keins von beiden dir gut passt. Wir haben ja bisher nicht groß darüber gesprochen, für wen ist das eigentlich, was gibt es da zu erwarten. Die Idee ist, dass wir in diesem virtuellen Modus ganz gut für jeden was haben werden. Es wird natürlich einen Mischmasch geben aus Keynote und Hauptvorträgen einerseits und Breakout-Sessions andererseits. Wir werden Technik-Themen haben und Anwender-Themen. Ich glaube, wir werden einen großen Fokus haben auf Mautic für Agenturen, der Einstieg oder die Best Practices oder was auch immer.
Also ich glaube schon, es wird sowieso für jeden was dabei sein, aber für das Voting ist es erstmal ganz egal. Ich würde einfach jeden bitten, der sagt, okay, falls das für mich dabei ist, würde ich auch teilnehmen und in diesem Fall wäre das mein favorisiertes Datum. Gut, also daher bitte klickt das, geht drauf, sagt, ob der 3. oder 17. euer Favorit wäre. Gut, ja, das und mehr wie immer in den Shownotes und Feedback auch in anderer Art und Weise freut uns wie immer. Genau. Also nicht nur Rate und Review, sondern auch gerne Fragen oder ähnliche Geschichten auf sozialen Kanälen aller Art an uns werfen. Und teilen. Gerne auch Wünsche. Ja, ja, weiterempfehlen. Genau. The word, auf jeden Fall. Ich wollte speziell gerade nochmal sagen, wenn ihr Wünsche habt an Education, an Leon, sei es User-Dokumentation, übrigens nicht Developer-Dokumentation, die wird inhaltlich geschrieben vom Dev-Team, aber User-Dokumentation, Support, Foren, FAQ, Knowledge Base etc., all das ist ja Team Education. Wenn ihr da irgendwo Ideen habt oder Wünsche oder Forderungen oder Kritik oder so, dann lasst uns das auch gerne wissen. Und Leon hat mir gesagt, er freut sich über alles, was er hört. Nicht nur über Helfer, sondern auch über Leute, die ihm irgendwie einen Kontext geben, wo er sich eigentlich befindet mit seinem Team. Mhm. Super. Ja, das sei hiermit nochmal weitergegeben. Und das war es auch von meiner Seite. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir hören uns gerne in Kürze wieder. Tschüss. Bye-bye.